Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag. Heute habe ich ein extrem günstiges Video für euch. Und zwar habe ich ziemlich viele Produkte hier von Action. Und wir werden heute schauen, was die Produkte können. Und wenn ihr wissen wollt, wie gut Action Make-up wirklich ist, dann bleibt jetzt einfach dran. Ich wünsche euch ganz viel Spaß bei diesem Video. Bevor wir mit diesem Video loslegen, wollte ich euch noch ganz kurz was erzählen. Und zwar haben wir für Dannys Kanal ein Video gedreht, wo wir nochmal ein paar Fragen von euch beantworten. Ich glaube, dass dieses Q&A etwas persönlicher ist und ich glaube, dass es auch wirklich diesmal... Ja, es war tatsächlich zwischendurch grenzwertig und schaut doch am besten einfach mal vorbei. Und dann wurde das Ganze minimal indiskreter. Da war nämlich die Frage, wann wir unser erstes Mal miteinander hatten. Ich würde mich freuen. Ja? Ja. Ja, ich habe vor ein paar Tagen Daniela getroffen und die hatte mir neulich schon mal ein Paket geschickt mit Produkten von Action. Aber ich habe mir das Ganze noch ein bisschen aufgehoben, denn eigentlich wollte ich noch zu Action gehen, habe es aber trotzdem immer noch nicht geschafft. Aber mittlerweile habe ich trotzdem ein paar Produkte und dachte, dass es vielleicht ganz spannend sein könnte. Und so kann ich euch nochmal fragen, ob ihr mehr solcher Action-Videos sehen wollt. Ich setze euch mal Danielas YouTube unten in die Infobox. Schaut mal bei ihr vorbei, lasst ihr ein bisschen Liebe da. Sie macht so, ich glaube, den realsten Content hier auf YouTube. Sie ist Mama und zeigt so einfach den Mama-Alltag. Und das finde ich eigentlich eine super schöne Sache und das ist eine ganz liebe Frau. Und sie hat mir Make-up geschickt und dann habe ich noch von einer Zuschauerin mal ein paar Produkte bekommen von Action. Und ich habe aber auch noch ein Produkt hier, was ich mir damals für ein ganz, ganz altes Action-Video gekauft hatte. Ich weiß gar nicht, ob das Video noch online ist. Falls es noch online ist, verlinke ich euch das einmal hier in dieser Ecke. Aber ich würde vorschlagen, wir fangen auch gleich mal mit dem Blush an. Damals war es ganz lustig, denn ich habe hier diesen Mineral Blush gekauft und ich dachte, dass der Puder hier oben rauskommt. War nicht der Fall, denn man muss das Puder hier in den Deckel kippen und dann hat man hier oben einfach das Produkt mit drauf. Und das war für eine ganze Zeit mein allerliebster Blush. Ich habe mir den abgefüllt, ich habe mir den gepresst, sodass ich einfach leichter mit dem Blush arbeiten kann, weil ich finde, so loser Blush ist immer sehr, sehr schwierig. Ich gehe einfach mit meinem Jeffree Star Morphe Pinsel hier rein, klopfe ab, denn der hat echt gut Pigment. Fange an, mir so ein bisschen Leben ins Gesicht zu geben. Und ich glaube, ihr könnt ein bisschen was sehen. Der ist ganz zart, bei meiner Hautfarbe zumindest. Aber man kann ihn wunderschön aufbauen. Dadurch, dass er so pudrig ist, finde ich, ist er sehr, sehr matt. Aber er gibt dem Gesicht eine schöne Frische. Und ihr könnt sehen, ich habe gleich hier so einen leichten rosanen Touch auf meiner Wange. Und ich sehe aus, als käme ich von einem eiskalten Winterspaziergang zurück nach Hause. Ich glaube, dass der 2,99 gekostet hat oder so. Da war aber auch extrem viel Produkt drin, also 12,5 Gramm. Also ich glaube, den kauft man sich einmal im Leben und dann hält der für den Rest des Lebens. Und tatsächlich lag der jetzt seit meinem letzten Action-Video immer nur im Schrank, weil er halt einfach schwierig ist zum Benutzen. Und ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, wo ich den gepressten hingemacht habe. Und ich glaube, dass meine Base so gar nicht schlecht aussieht. Ich habe als Foundation die Fenty Beauty Foundation benutzt und den Fenty Beauty Concealer. So wie mein allerliebstes Baking Puder nach dem Coty Aspern, das Fenty Beauty Pro Filter Loose Powder. Und als Bronzer habe ich den von Judith Williams benutzt. Den mag ich im Moment total gerne und gibt mir so eine, ja, so eine tatsächlich eine ganz leichte Frische. Und konturieren tue ich im Moment gar nicht wirklich. Also ihr könnt sehen, dass es hier ein bisschen dunkler ist, aber irgendwie ist für mich so dieser extreme Contour-Hype fast schon weg. In dem Moment, wo ich das aber sage, fällt mir ein, dass ich hier ein Pinselset bekommen habe. Und die Pinsel habe ich gestern schon mal angefasst, weil ich liebe es, neue Pinsel anzufassen. Und wir haben hier einmal so einen großen Blush-Brush. Gut, dass ich jetzt Blush schon aufgetragen habe. Ich bin aber eh nicht so der Fan von solchen Pinseln zum Blush auftragen. Was ich damit gerne mache, ist tatsächlich konturieren. Ich nehme mir hier das Produkt auf die Seite des Pinsels und gehe dann so schräg hier hin. Wir machen das. Auch cool, dass ich sage, ich bin über Konturieren hinweg und 2 Minuten später konturiere ich mit euch. Love it. Ich nehme den Pinsel, gehe ganz schräg mit der Spitze hier rein. Das ist die Tarte Pro Glow Palette. Und setze mir das hier hin. Und kann es dann mit dem sauberen Teil schön verblenden in meinen Bronzer rein. Großen Unterschied, finde ich, hat es jetzt nicht gemacht. Wobei, der Pinsel fühlt sich halt extrem weich an, muss ich sagen. Dann gab es auch noch so einen kleinen Eyeshadow Brush. Der ist aber sehr, sehr flach. Und ich glaube, dass ich damit
vielleicht eher eine Cut Crease ziehen würde oder Pigment auf mein Auge mache. Und das ist auch eine gute Überleitung gewesen, um einen Lidschattenlook zu machen. Denn ich habe hier zwei Lidschattenpaletten. Und zwar habe ich hier einmal diese ganz, ganz schlichte True Shades Eyeshadow Palette von Max & More. Wie gesagt, ich weiß leider nicht, was die gekostet hat. Die ist eher so ein bisschen cool-toned mit Blau und Grün und Braun. Und dann hat mir eine andere YouTuberin eine Palette geschickt. Das ist die Sarah vom Kanal Like a Daisy in Spring. Auch ihren Kanal verlinke ich einmal unten in der Infobox. Die hat gesagt, dass diese Palette wohl der Shit sein soll. Die ist von, ich glaube, die ist auch von Max & More. Hier steht Max Brands Marketing. Ich glaube. Und hier sind auch zwei Pinsel drin, wieder so Schwammapplikatoren und so ein Pinsel. Kann mir einer sagen, was ich mit dieser Seite machen soll? Also damit kann ich vielleicht maximal hier unten mir die Wimpern auskratzen. Okay, I don't like it. Hier ist auch so ein kleines Schwämmchen Applikatoren-Dingsbums drin und ich glaube, dass ich einfach beide Lidschattenpalette mische, aber dafür hole ich euch ein Stückchen näher ran. Ich fange als erstes mit dieser Palette an. Das Packaging ist sehr, sehr holographisch. Ich bin total auf diesem Holo-Trip bei Verpackungen im Moment und ich fange als erstes an mit dieser Farbe hier. Der Pinsel sieht ganz gut voll aus. Klopft einmal ab, weil ich nicht weiß, wie viel Pigment aufs Auge kommt und gebe mir die als Transition Shade hier ganz weit nach oben. Ja, man sieht ganz leicht was. Ist halt immer schwierig bei meiner Hautfarbe, ne? Aber das ließ sich jetzt sehr gut verblenden. Dann bin ich ein bisschen überrascht. Bauen wir noch ein bisschen hier auf. Und als Pinsel benutze ich von Leni Brush den Softblender LBE06. Ich mag den ganz gerne, weil der einfach nicht zu groß und nicht zu klein ist und bei meiner Augengröße oder bei meinem Eye Space, den ich hier oben habe, ziemlich gut funktioniert und auch sehr gut Pigment greift und aber auch wieder abgibt. Das ist ja immer so die Kunst, dass das irgendwie alles zusammenpasst, dass es nicht zu viel, aber nicht zu wenig greift, nicht zu viel und nicht zu wenig abgibt. Und ich finde, das hat Leni Brushes, beziehungsweise ich glaube, das ist die Eigenmarke von Cosmetic for Less, sehr, sehr gut hinbekommen. Als nächstes gehe ich mit demselben Pinsel in dieses Pink. Das ist ein bisschen knalliger und passt, glaube ich, zu meinem Oberteil heute. Gut, davon sehe ich jetzt nicht ganz so viel. Okay, die Farbe ist tatsächlich enttäuschend. Dann hätte ich mir die Farbe vorher auch sparen können. Also ich sehe jetzt keinen großen Unterschied, muss ich sagen. Probieren wir noch ein bisschen aufzubauen, weil ich jetzt kein dunkleres Rot habe. Das ist hier eher so ein Braun, glaube ich. Ja, das ist zu kühl, glaube ich, um das jetzt schon zu benutzen. Aber die beiden Farben gefallen mir gut. Jetzt wechsle ich die Palette und gehe in diese kleine hier und gehe gleich hier in dieses Bordeaux-Rot rein. Ich erinnere mich, dass damals die Lidschattenpaletten von Action sehr, sehr gut pigmentiert waren. Und auch hier könnt ihr sehen, krass. Ich habe gleich Pigment auf dem Auge. Mega schöne Farbe. Die ist eher so ein bisschen kühl. Und viel Bordeaux-Rot sehe ich davon jetzt nicht. Und dann gehe ich nochmal mit dem fluffigen Pinsel rüber und verblende die Kanten miteinander. Da der Übergang jetzt aber sehr, sehr groß ist, gehe ich nochmal in diese Palette und mische so ein bisschen dieses Pink mit dem hier. Das ist halt jetzt nicht so ein intensiver Look, würde ich behaupten. Ne? Also der hat schon Farbe, aber nicht so knallig. Ich hätte jetzt gern so ein richtig leuchtendes Pink. Aber sie lassen sich sehr gut verblenden. Also ihr könnt sehen, dass es alles recht weich aussieht. Und ein bisschen Fallout hat es hier unten. Also das könnt ihr sehen sofort. Ich gehe mit derselben Farbe gleich an meinen unteren Wimpernkranz. Und ausblenden tue ich das Ganze auch wieder mit diesem Rosa hier. Alter. Wollte mir eigentlich eine Cut Crease machen, aber irgendwie ist mir das jetzt zu viel. Deswegen nehme ich einfach diesen Schwammapplikator hier und gehe in diese Farbe und probiere damit so eine Cut Crease nachzuahmen. Der ist sehr trocken. Aber eigentlich auf dem Auge sieht er ganz süß aus. Ich probiere das mal mit dem Finger. Vielleicht geht dann besser. Ja, also mit dem Finger gefällt mir das wesentlich besser. Krieg einfach viel mehr Pigment und die Feuchtigkeit meiner Haut verbindet sich dann so ein bisschen mit dem Lidschatten. An den Übergang gehe ich in diese Farbe hier und nehme wieder meinen Finger in das dunkle Rot und presse mir das hier außen hin. Vertiefe das Ganze nochmal mit der Farbe hier unten. Ich toppe das Ganze nochmal mit diesem Weiß hier, wenn mir das irgendwie nicht hell genug ist. Das ist eine schöne Farbe, wow. Und gebe mir die gleich als Inner Corner Highlight. Denn krass, die ist gut. Die ist richtig schön. Wow. Okay, auf der Seite habe ich sie jetzt mal nass gemacht. Da könnt ihr sehen, wesentlich besser. Deswegen gehe ich jetzt nochmal mit dem angefeuchteten Schwämmchen
Also definitiv sollte man diese schimmernden Töne anfeuchten hier. Und dann sieht das Ganze tatsächlich gar nicht so schlecht aus, oder? Ich könnte mir vorstellen, dass das hier unten noch ein bisschen abdunkeln möchte. Ich gehe nochmal in diese Farbe hier. Mach das so ein bisschen dunkler. Aber ich muss sagen, ich weiß nicht, was sie gekostet haben. Ich denke mal 3-4 Euro kann man da auf jeden Fall was Schönes draus machen. Ich habe jetzt aber noch was anderes. Und zwar habe ich hier einen Magic Ink Eyeliner. Ich kann keinen Eyeliner ziehen, deswegen ciao. Und dann habe ich hier so ein großes Set noch bekommen. Da ist einmal eine Mascara und ein Eyeliner drin. Ich finde es ganz schön krass, wie viel Verpackung diese ganzen Action-Produkte haben. Ich meine, einmal hier eine Pappverpackung, dann nochmal hier Plastik und dann zwei kleine Produkte. Einmal den Eyeliner. Ich zeige euch nur mal die Spitze. Sieht gar nicht schlecht aus. Ich swatche euch einmal kurz. Ich glaube, dass man damit eine schöne, präzise Linie machen kann. Was ich damit mache, ist, ich gehe hier unten so ein bisschen an meinen Wimpernkranz. Oh Gott. Ah, ich habe es alles auf meinem Auge. Oh, fuck. Guck mal bitte. Ich? Ja. Oh mein Gott. Ich an. Okay. Hi. Was macht man? Sekunde, ich bin gleich wieder zurück. Ich sehe nur schwarz. Okay, also was ich gut finde ist, Jens, es ist noch ein bisschen gerötet, dass ich jetzt natürlich meine untere Wasserlinie schwarz habe und hier ist es natürlich rausgetränt. Ich probiere das mal wegzublenden. Okay, geht nicht. I'm sorry. Ja, also er ist sehr flüssig. Und ich probiere jetzt einfach mal hier die Mascara. Du erinnerst mich an Ellie, die Wiedergeburt. Ja, so fühle ich mich. Bürstchen sieht ganz interessant aus. Das ist sehr flexibel. Und damit gehe ich jetzt einfach mal durch. Wow, das Make-up hätte einfach so schön werden können. Also die Mascara hat jetzt nicht ganz so viel Farbe, finde ich. Ich bin jetzt das zweite und das dritte Mal durchgegangen. Man sieht ein bisschen was, aber jetzt auch nicht viel. Und Freunde, das waren auch eigentlich schon alle Produkte. Okay, ich habe mich ganz kurz um mein Auge gekümmert. Ich kriege hier natürlich das Schwarz jetzt leider nicht mehr weg. Aber ich muss sagen, dass mit der schwarzen Wasserlinie ziemlich gut aussieht und das Ganze nochmal so ein bisschen extra macht. Living for it. Ansonsten die Lidschattenpalette, ja. Ne? Also man kann was draus machen und man kann auch mit Sicherheit aus dem Eyeliner und der Mascara was draus machen. Ich bin aber so der Verteidiger, genauso wie bei Douglas. Ich glaube, dass das eher Produkte sind, die man kauft, wenn man irgendwie keine andere Möglichkeit hat, glaube ich, weil man einfach gerade nichts anderes hat. Und dann, glaube ich, ist es eine gute Sache und man kann auch Sachen daraus machen. Oder vielleicht für jemanden, der gerade anfängt, sich zu schminken, glaube ich, ist es eine gute Sache. Es ist Pigment da, man kann es sehr, sehr gut verblenden, aber mir gefällt die Farbzusammenstellung meistens nicht ganz. Mir fehlt dann meistens eine dunkle Farbe oder eine kräftige Farbe, einfach um ja, das Ganze so ein bisschen spannender zu machen. Also das ist natürlich jetzt verhältnismäßig soft. Ich konnte so ein bisschen tricksen mit einem nassen, angefeuchteten Schwämmchen. Aber das Inner Corner Highlight tatsächlich gefällt mir am besten. Und ich glaube, dass ich mir diese Farbe hier aus der Palette rausnehmen werde und einfach in so eine kleine Z-Palette mache, damit ich die einfach als Inner Corner Highlight oder vielleicht auch als Highlighter benutzen kann. Das machen wir gleich zusammen. Ja, finde ich, sieht ganz schön aus. Und ich glaube, das war es auch schon für heute. Ich würde mich freuen, wenn ihr auf Dannys Kanal vorbeischaut, denn da haben wir ja unser Q&A gemacht. Lasst ein bisschen Liebe da und das wird sehr privat. Und schaut bei Daniela und bei Sarah Isabel vorbei, denn die Mädels haben definitiv ein bisschen mehr Aufmerksamkeit verdient. Ich würde mich von euch verabschieden. Falls ihr neu seid, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da und abonniert meinen Kanal. Vergesst die Glocke nicht. Das könnt ihr auf dieser Seite tun. Auf dieser Seite packe ich euch zwei meiner letzten Videos hin. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal.